Gott, ich habe mich so lange vor dem Video gedrückt, wirklich extrem lange, aber weil sich es halt doch viele gewünscht haben, gebe ich nach und zeige euch meine Duftsammlung. Das ist jetzt Teil 1. Also die ganzen, die ich euch jetzt zeige, will ich versuchen aufzubrauchen. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht alle. Ich glaube, ein paar, die ich jetzt gerade benutze, zeige ich euch nicht. Das sind wirklich jetzt nur meine Backups quasi, die ich jetzt noch habe in meiner Sammlung. Ohne die, die ich jetzt noch gerade verwende. Ich zeige euch halt zuerst die, die ich oben stehen habe. Ihr habt schon oft mein Regal gesehen. Die habe ich nämlich raufgestellt alle. Und ja, und die habe ich jetzt vor, so kleinweise zu verwenden. Ja, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das einbilde. Natürlich habe ich viele geschenkt bekommen von meiner Arbeit. Ihr wisst ja, ich arbeite in der Branche und deswegen habe ich halt die meisten geschenkt bekommen. Aber ich habe mir auch sehr viele selber gekauft. Und die, was ich geschenkt bekommen habe und gekauft habe, die sage ich euch, wenn ich es noch weiß. Ja. So wie den hier, fangen wir mal mit dem an. Ich kann euch jetzt leider nicht so wie andere die Duftrichtungen einblenden und was sie alles haben. So viel Zeit habe ich nicht, weil es ist einfach zu viel. Ich weiß, dass sich das viele wünschen, aber die Möglichkeit habe ich leider nicht, weil das wäre einfach zu viel. Und ich glaube, die meisten findet man gar nicht mehr im Internet, weil es den nicht mehr gibt. Zum Beispiel den da. Das ist von Kenzo, das Flower in the Air Eau de Toilette. Die ganz große Größe. Den habe ich mal, glaube ich, zu Weihnachten bekommen von der Arbeit. Und ja, bin echt gespannt, wie der ist. Der würde jetzt so gut zu mir passen, weil ich ja rot anzogen bin. War ja klar, dass da der Akku bald flöten geht. Dann habe ich hier noch einen Lady Gaga. Und den habe ich von der lieben Vivi geschenkt bekommen, weil sie den auf meiner Wunschliste damals gesehen hat. Und deswegen hat sie mir den damals geschenkt. Den gibt es auch leider gar nicht mehr, weil den mochte ich eigentlich. Also ich habe den noch nie verwendet, aber ich mag den eigentlich gern. Meiner riecht nicht, weil den habe ich noch nie verwendet. Ich finde den cool, aber leider haben die den aufgelassen. Leider. So. Oh, ich muss mich mal kurz runterbücken, weil ich will ja meine Düfte nicht in die Kiste werfen. Ich lasse ein paar jetzt noch zu. Also wundert euch nicht. Das ist von Aqua Colonia. So, damit ich es rauskriege. Der Red Apple and Chili. Der war mal limitiert. Den gibt es schon ewig nicht mehr. Den habe ich mal von einer Schulung bekommen. Ja, den mag ich aber sehr, sehr gern und ich weiß noch gar nicht, wann ich den verwende. Ich glaube, ich werde ein paar auf meiner Show sammeln und dann reingeben, weil ich glaube, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich das so mache. Dann habe ich hier von Rochas, ich glaube, so spricht man es aus, einen Duft, den habe ich mal auch von der Arbeit bekommen. Das war ganz, ganz am Anfang. Der erinnert mich halt an die Zeit, wo ich angefangen habe, bei Müller zu arbeiten. Der sieht so aus. Den habe ich auch schon sehr, sehr lang, aber will ich auch eben. Also das Ganze, die ich euch jetzt zeige, die will ich versuchen aufzubrauchen, jetzt so im Laufe ein, zwei Jahren, wie ich es halt schaffe. Aber mal gucken, wie weit ich komme. Dann habe ich hier, also ihr seht, ich habe die meisten, wenn es möglich ist, in der Schachtel, weil die werden so schnell dreckig. Ich muss auch ein paar abwischen, weil die so schmutzig sind. Ja. Dann habe ich von Biotherm einen, den habe ich auch damals geschenkt bekommen. Die mag ich ja auch sehr, sehr gern. Das ist der O-Relax und den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Der ist echt gut. Aber leider vergisst man das ja. So wie den da. Den habe ich auch mal bekommen. Den habe ich auch sogar ein paar Mal verwendet. Seht ihr das? Also den, muss ich zugeben, habe ich ein paar Mal schon benutzt. Aber den liebe ich. Also der Relax und jetzt der neue, der rauskommen ist, den habe ich aber nicht. Das sind meine drei Lieblinge. Das sind wirklich meine drei Lieblinge. Weil der ist sowieso einer der besten, finde ich zumindest. Dann habe ich einen Armani und den mag ich auch sehr, sehr gern, den Armani C. Das ist der Passion. Den liebe ich, der riecht so gut. Ich habe ihn noch nicht gesprüht, deswegen. Aber den liebe ich, das ist die ganz große Größe, die haben wir zu, ich weiß jetzt nicht wann, die haben wir auf jeden Fall geschenkt bekommen. Und ich liebe die. Ich liebe die C-Düfte. Ich habe schon lange keinen Armani C mehr gehabt. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den klassischen, den liebe ich ja. Und den habe ich schon so lange nicht mehr gehabt, weil er mir zu teuer ist. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin froh, dass ich dann den geschenkt bekommen habe. Weil das macht dann, ja, das freut einen dann umso mehr. Besonders, weil er rot ist. Ich meine, da muss ich ja nicht viel dazu sagen. Ich zeige nur die her, die ich geschenkt bekommen habe. Irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Das ist wieder von Armani einer. Der Because It's You, der riecht auch gut. Ich habe den auch noch, naja,
man riecht ihn raus trotzdem, obwohl ich ihn noch nicht gesprüht habe. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Den mag ich auch sehr gern. Ich habe halt nur Angst im Sommer, wenn ich den verwenden würde, dass mir die Bienchen nachfliegen, aber ja. Ja, ihr wisst ja, ich mag ja die Fouché-Düfte sehr, sehr gerne und ich habe auch noch ganz, ganz viele davon. Zusätzlich noch, weil man kann ja mit den Blüten, die man sammelt, kann man da gratis Düfte sich holen. Das mache ich immer, wenn ich meine Blüten so weit habe, dass ich mir einen Duft aussuchen kann. Ich habe einmal den da, aber den habe ich mir mal gekauft. Den habe ich sogar, glaube ich, zweimal gehabt. Ich glaube, der hat Ray Tropical geheißen oder so. Ich rieche leider nichts, weil ich habe ihn noch nicht verwendet. Aber den habe ich, glaube ich, schon mal aufgebraucht, weil ich den so gern mochte. Und den Zoe Elixir Purple. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, oder? Oh, ich glaube, den gibt es noch. Aber den habe ich mir auch damals mit meine Blüten geholt, weil ich den so gern mochte. Dann habe ich noch zwei von Yves Rocher und die mag ich so, so gern, die zwei. Besonders den, weil den habe ich auch ein bisschen verwendet. Auch den sieht man nur nicht ein bisschen. Sieht man ein bisschen, ich kann kein Deutsch mehr. Das ist der Evidence Intense mit diesem ombre-mäßigen Fläschchen. Den mag ich so gern. Ich hoffe, den gibt es noch. Ich habe letztes Mal gar nicht geschaut, ob es den noch gibt, weil den mag ich sehr, sehr gern. Oder den klassischen Evidence. Nur habe ich immer solche Limited Edition Flaschen gehabt. Leider jetzt nicht mehr. Ich habe leider aufgehört, die zu sammeln. Leider. Weil, also der erinnert mich an früher. Den habe ich, glaube ich, schon seit ich ein Teenager bin, habe ich den Evidence, glaube ich, von Yves Rocher. Und den gibt es ja schon so, so lange. Ich muss ihn aber auch, glaube ich, bald verwenden, weil der hat schon so ein paar Flankerl drin. Ja, das kann man nicht überlesen, was da drauf steht, glaube ich. Den habe ich mir mal mitgenommen von der Arbeit, weil den gab es dann nicht mehr. Das war ja ein Escada-Duft. So heißt der. Ich glaube, man kann es gar nicht lesen, oder? Aber den mag ich sehr, sehr gern. Ich bin nicht so der Escada-Fan, aber das war einer, den ich sehr gerne mochte. Also, was mache ich denn da? Und dann habe ich einen Geschenk bekommen. Ich glaube, in einem Video habe ich den schon mal herzeigt. Und der ist nicht von Yves Rocher, der ist von irgendeinem Daniel irgendwas. Den habe ich mal von einer Freundin gekriegt aus Deutschland. Der sieht so aus. Der ist irgendwie nichtssagend, ich weiß, aber er riecht voll gut. Der riecht wirklich gut. Ich glaube aber, es ist eher so ein Herbst-Winter-Parfüm, wenn ich mich nicht ganz irre. Dann, auch von der Arbeit wieder, habe ich mir den Jill Sander Everrose mal genommen. Den habe ich noch nie verwendet, glaube ich. Der ist auch zwar ein paar Mal benutzt, aber nicht von mir. Der sieht so aus. Ja, man erkennt es nicht ganz. Dann habe ich einen, der erinnert mich auch sehr, sehr, sehr an die Anfangszeit von Müller. Sehr, sehr, sehr an die Anfangszeit. Den habe ich auch einmal dann von meinen Kolleginnen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Seitdem liebe ich den. Das ist von Roberto Cavalli, die goldene Version. Ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt, aber das ist die goldene Version. Ich liebe den. Natürlich, jetzt kann ich ihn nicht verwenden in der Jahreszeit, sonst kotze ich mich, glaube ich, an. Aber ich liebe diesen Duft. Wenn ihr in irgendeiner Parfümerie seid, probiert ihn mal. Aber bitte auf einen Streifen zuerst und nicht auf die Haut. Weil viele... Das Einzige, was ich halt nicht so mag, ich mag das nicht, wenn ein Duft jeder hat. So wie Alien oder sonst was. Ich mag das nicht so. Deswegen suche ich mir persönlich dann immer Parfums aus oder Düfte aus, die halt fast niemand hat. Und deswegen, außer Elisa Abt, der ist eine Ausnahme. Aber der, finde ich, den hat auch nicht jeder. Und der geht auch nur so im Herbst, Winter, wenn wir mal ehrlich sind. Dann, und da war ich echt mega, mega angepisst, dass die den damals auflassen haben. Ich muss ihn nur gerade abwischen, weil das schaut mega eklig aus. Ich halte ihn ein bisschen weiter weg. Das ist von Calvin Klein, der Reveal. Und den mochte ich so, so gerne. Und ich war wirklich traurig, wie es geheißen, dass der auflassen worden ist. Weil ich mag den so, so gerne. Das Problem war immer, ich habe den nie so besonders gefunden. Nie. Also ich zeige ihn euch kurz ein bisschen näher, nicht so nah, weil der ist nicht wirklich der schönste. Den habe ich nämlich zu Weihnachten mal gekriegt von meiner Abteilungsleitung. Ich glaube, sie hat gewusst, dass ich den Duft so liebe. Weil da habe ich ja extrem viele Backups von der kleinen Variante. Ihr werdet es noch wissen. Ja. Ich mag den so, so gerne und ich bin wirklich traurig gewesen, wie der auflassen worden ist. Aber ich bin froh, dass ich die große Größe gekriegt habe. Weil ich habe natürlich auch eine kleine Variante. Die beiden habe ich mir auf die Seite gelegt, damit ich die bald verwenden kann. So sieht dann das Mini-Format aus. Ich hoffe, dass ich die bald benutzen kann, die zwei, weil ich freue mich schon extrem drauf. Ich sage zwei, weil ich das in der Handtasche tragen werde und das natürlich zu Hause lassen werde, weil sonst wäre das natürlich zu viel.
dasselbe habe ich mit den beiden hier. Den habe ich, ich habe beide mir eigentlich immer selber gekauft, aber halt nur, wenn sie in Aktion waren. Die Flasche ist nicht besonders. Das ist von Calvin Klein, der CK2. Ich weiß nur, dass da Wasabi drinnen ist. Mehr weiß ich nicht. Weil das habe ich mir gemerkt, weil ich das so interessant fand. Da habe ich dann die in klein und die große. Ich habe euch das, glaube ich, in irgendeinem TK Maxx Haul mal gezeigt. Die große, die ist Hammer. Die ist mega Hammer. Ich habe nur Angst, dass mir die mal runterknallt. Die habe ich mir ja damals dann reduziert beim TK Maxx geleistet und ich war so happy darüber, dass ich den erwischt habe, weil der ist riesengroß, riesengroß. Da sind 160 Milliliter drinnen. 160 Milliliter. Ja, ich liebe den Duft, nur so nebenbei. Ich habe ihn zwar noch nie richtig verwendet, außer ein paar Mal in der Arbeit, aber ich liebe diesen Duft. Dann habe ich noch einen Dupe zu einem Duft. Das ist von Black Opium. Ich habe den noch da. Das Dupe dazu. Also ich habe da das Eau de Toilette, glaube ich, war das damals. Das habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich liebe Opium. Black Opium ist einer meiner Lieblingsdüfte. Nur kann ich den nur im Winter tragen. Bei mir ist das Problem, wenn ich irgendwas trage, was so süß ist wie das, wird mir schlecht. Dann wird mir wirklich extrem schlecht. Das habe ich schon jetzt zweimal mitbekommen, dass das so ist. Und ich habe halt einmal das Dupe, das habe ich mir mal einbildet, und das Original. Nur gibt es die Variante nicht mehr. Es gibt jetzt ein anderes ohne Toilette. Ja, den habe ich mir damals unbedingt einbildet, aber ich glaube, den habe ich irgendwo mal schwarz über Facebook gekauft, weil die meisten verkaufen ja die Tests, aber das war nämlich einer. Und deswegen habe ich mir den mal ganz, ganz unprofessionell bei so einer Facebook-Seite, glaube ich, war das mal. Irgend sowas, glaube ich. Facebook oder woanders habe ich mir den mal geleistet, weil die Tester eben günstiger verkaufen. Ich mache das nicht, weil ich würde meine Sammlung niemals hergeben. Meine Kollegin hat zu mir letztes Mal auch gesagt, na, verschenkst du deine Düfte nicht an Freunden oder so? Und ich, nicht wirklich. Nur die halt, wo ich weiß, dass sie mir nicht passen, aber eher selten kommt das vor. Und bei dem war es halt so, dass ich mir den irgendwo gekauft habe. Ich weiß nicht mehr wo. Aber der war auch nicht teuer. Der war wirklich nicht teuer. Nur kann ich jetzt nicht so viel dran riechen, weil sonst wird mir schlecht. Weil der hat so richtige Vanille drin und der geht nur im Winter. Ich habe den jetzt bis jetzt noch nie benutzt, weil ich hatte dann irgendwie später ein schlechtes Gewissen, wie ich ihn gekauft habe. Aber ja, ich bin trotzdem sehr, sehr stolz, dass ich ihn habe, weil er ist sehr, sehr teuer. Dann habe ich noch so zwei Minis. Einmal den Elizabeth Arden Always Red und einmal den Christina Aguilera, den Violett Noir. Die sehen so aus. Beide sind so Parfüm-Roll-On. Normalerweise mag ich das ja nicht, aber ich habe dann meine Cousine überredet, ob sie mir den Roll-On schenkt, weil sie wollte ihn nicht haben und ich habe sie überredet, mir den zu schenken. Dann habe ich einen ganz, ganz alten Yves Rocher-Duft. Der heißt Orchidee. Den mochte ich so gerne. Den habe ich immer früher von meiner Mom geklaut, weil sie hat den immer verwendet. Und jetzt hat sie mir damals dann einen geschenkt, weil sie zwei hat. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu mir passt. Ich glaube, ich würde ihn auch nur... Jetzt kriege ich ihn nicht mehr zu. Ich glaube, ich würde ihn auch nur aufheben aus nostalgischen Gründen. Auch wenn er jetzt draußen steht bei denen, die ich verwenden will. Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringen würde, den zu benutzen. Weil ich finde auch diese... Ich meine, er ist so dreckig, ignoriert es. Aber ich finde das so blöd, dass die so schnell schmutzig werden. Das ist das Einzige, was mich mega stört. Ich meine, man musste mit Glasreiniger extrem putzen. Das macht mich echt aggressiv. Dann habe ich einen von Yves Rocher, den Kokos. Den liebe ich ja auch sehr. Man riecht leider noch nichts, weil ich den noch nicht verwendet habe. Ich glaube, den habe ich mir damals auch mit meinen Punkten genommen. Habe ihn bis jetzt aber noch nicht verwendet und ich hoffe, dass ich im Sommer dazu komme, den zu benutzen. Dann, den habe ich auch einmal geschenkt bekommen. Ich weiß, steinigt mich jetzt nicht, aber den gibt es auch so gar nicht mehr. Also es gibt, was heißt das so? Den gibt es gar nicht mehr. Ich habe ihn nur vor kurzem im TK Maxx gesehen und das war's. Ja, und ich habe den mal geschenkt bekommen, es war ganz am Anfang von meiner Zeit, wo ich beim Müller war. Ich habe ihn auch noch nicht verwendet, deswegen riecht man nichts, aber den mag ich am liebsten von allen Paco Rabanne, weil das ist nämlich ein Paco Rabanne, der hat geheißen Oh My Gold. Dann habe ich mir mal reduziert um 15 Euro ein Victoria's Secret geleistet, weil er 15 Euro nur kostet hat. Das war aber so ein Impulskauf, weil eigentlich bin ich nicht so ein Fan von diesen Victoria's Secret Düften, aber der schaut gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist der Bombshell, ja, in Blumen. Ja. Ja, mal gucken, wie ich ihn finde. Deswegen habe ich ihn schon mal rausgegeben, damit ich ihn bald benutze.
Ich hoffe, ich mache das Video nicht so schnell, aber ich muss noch unbedingt mit dem Sparky raus und ich sollte dann losfahren, weil sonst komme ich zu spät. Und das wäre nicht so nice. Okay, machen wir schnell weiter. Ich habe noch den Chloe Love Story. Den habe ich mir mal gekauft, weil es da eine Miniatur dazu gab. Und den liebe ich auch sehr. Das ist so eine kleine Variante von dem Duft. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie erkennen. Den mag ich so, so gern. Ich bin kein Chloe-Fan, aber den mag ich schon sehr, sehr gerne. Was auch zu meinen allerliebsten Düften gehört, ist My Burberry. Auf jeden Fall, weil der ist so, so gut, der Duft. Ich mag den voll gerne. Ich finde das gut, dass ihn nicht jeder zeigt, weil ich das eben nicht mag, habe ich euch eh schon gesagt. Den habe ich mir damals auch selber, glaube ich, gekauft. Einen habe ich geschenkt bekommen und einen habe ich selber gekauft, glaube ich. Und da gab es nämlich damals ein Bodyspray dazu und was für ein Opfer ich halt bin, musste ich mir den kaufen, weil das Bodyspray dabei war. Ich kleines Opfer. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen von meiner Freundin, der sie zu Ort. Ich habe den, glaube ich, noch nie verwendet, aber ich habe den halt, die meisten lasse ich in der Schachtel, weil die halt immer so dreckig werden, aber die Flasche, die ist so schön. Die Flasche ist so, so schön. Leider riecht man nichts, weil ich ihn, wie gesagt, noch nicht verwendet habe, aber die Flasche ist so mega schön. Ja, bei den meisten könnte ich euch auch gar nicht die Duftrichtung sagen, weil es die halt nicht mehr gibt. Oder beziehungsweise die Frochet-Düfte sind. So, dann habe ich von Larif einen, den Queen of Life. Den habe ich mir auch damals unbedingt einbildet, weil das Set minus 70% oder so war damals, oder 50%. Sagen wir lieber nichts dazu. Aber der riecht genauso wie der Lavier Bell. Deswegen habe ich ihn mir damals genommen, weil ich die teure Variante mir nicht leisten wollte, habe ich zu der gegriffen. Ich weiß, urgeizig, oder? Aber ich habe jetzt den Originalen auch, aber den werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Weil Gott sei Dank sind wir bald durch. Dann habe ich hier von Essence noch einen Duft. Den habe ich mir damals einbildet. Das ist dieser Sherry-Duft gewesen. Den habe ich mir unbedingt eingeredet, keine Ahnung wieso. Aber ich werde den auch bald verwenden. Ich glaube, weil ich den Sherry in die Air nicht gekriegt habe von Escada, deswegen habe ich mir den einbildet. Ja, das ist auch einer von TK Maxx, also beziehungsweise den gibt es ja auch bei Müller nicht mehr, der ist leider auflassen worden und den traue ich so hinterher, weil der war so gut. Der ist so gut, ich verstehe nicht, warum die den auflassen haben. Das ist der Always Red, wo ich euch die kleine Variante gezeigt habe. Ich verstehe das nicht. Ich hatte auch da eine Bodylotion. Ich glaube, ein paar habe ich noch als Backup. Ich verstehe das nicht, warum man so ein Parfum auflässt. Ich verstehe es wirklich nicht. Dann habe ich zwei von Essence. Das war aus dieser The Little X-Mix Factory LA. Die habe ich mir damals mitgenommen von der Arbeit. Ja, bei manchen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie nicht eben weggebe. So wie bei den Essence halt. Weil wann soll ich die jemals verwenden? Ihr seht ja, wie viel ich habe. Dann habe ich von Larif den In, der ein Dupe zum Sea sein soll. Ich rieche nichts, weil ich ihn noch nicht verwendet habe, aber der soll ein Dupe zum Sea sein. Dann habe ich noch einen Yves Rocher, der noch nicht mal offen war, weil den habe ich mir damals unbedingt einbildet und habe den mit meiner Punkte-Kohle, also mit meinen Blüten. Ich habe den noch nie offen gehabt, wie ihr seht. Dann, das war auch ein Tester, die sammle ich nämlich. Das ist von Cacharel ein Sommerduft, von dem Noir der Sommerduft und ich liebe diese Parfums, weil die haben so eine kleine Kugel drin, seht ihr das? Und ich habe ganz viele schon davon, seit ich bei Müller angefangen habe, habe ich die. Und ich hoffe, dass ich den anderen auch noch kriege. Muss ich unbedingt noch betteln gehen, weil den anderen will ich auch unbedingt haben. Ja. Der erinnert mich so an die Zeit halt, wo ich angefangen habe bei Müll auch. Und dann habe ich noch den Olympia. Und da habe ich vor kurzem die Probe aufgebraucht. Und habe euch das ja eh erzählt, dass ich die irgendwie nicht so vertrage. Aber vielleicht muss ich einfach nur abwarten auf den Winter. Und dann habe ich noch zwei, nein, drei. Ich habe den einen übersehen. Den zeige ich euch zuerst. Das war der Pop Exotic aus einer Limited Edition von Yves Rocher. Habe ich auch noch nie verwendet. Ich habe mir den unbedingt einbildet und habe den noch nie verwendet. Der war ja noch nicht einmal offen. Ja. Dann den habe ich mir damals reduziert gekauft, weil ich ja den Duschschaum so gern mag von Marbert. Habe ich mir damals den passenden Duft auch gekauft. Und der sieht so aus. Das ist der Pure. Man sieht ihn gar nicht jetzt. Pure Woman, glaube ich, heißt er, oder? Na, Woman Pure, so. Aber der ist auch sehr, 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 sehr gut. Das ist mein letzter, dann haben wir es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, ich habe das ein bisschen runtergerattert, aber anders ging es leider nicht. Wenn ich nicht vergesse, aber ich glaube, ich werde mir das eh nie merken, kann ich ja vielleicht Duftbeschreibungen, wo ich sie finde, runter verlinken. Wenn ich es nicht vergesse, ich kann euch nichts versprechen.
Ja, aber bei dem weiß ich es ein bisschen. Das ist der Hugo Boss Descent for Her. Den liebe ich, den Duft. Eigentlich finde ich nicht, dass der jetzt zu mir passt, aber immer rieche ich... Oh, jemand riecht den. Den habe ich nämlich vor kurzem eine Probe aufgebraucht, weil ich habe so viele Duftproben zu Hause, das wisst ihr ja eh auch. Ja, die probiere ich aber auch aus, um zu wissen, ob jetzt einer für mich ist oder nicht. Und deswegen entscheide ich dann, ob ich die behalte oder nicht. Aber den liebe ich wirklich. Also den haben ja, glaube ich, auch leider sehr, sehr viele, was ich ja nicht so mag. Aber den finde ich wirklich gut und ich überlege, ob das vielleicht einer meiner Standarddüfte wäre. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Puh, jetzt hat es mich kurz zerrissen. Ich habe zu viel an meinen Düften geschnüffelt, so wie es aussieht. Hoah. Bei dem weiß ich, dass Orangenblüten, glaube ich, oder ich weiß nur, Kakao ist auf jeden Fall drin. Ich glaube aber Orangenblüte auch. Zumindest bilde ich mir das ein, dass ich mir das so gemerkt habe. Aber es ist auf jeden Fall Kakao drin, deswegen mag ich den so gerne. Ihr wisst ja, ich bin ein Schoko-Junkie. Und der andere, den mag ich noch lieber. Und das ist der, wie heißt der? Privé Accord oder so heißt der von Hugo Boss. Der ist auch so geil. Der riecht richtig nach Schokolade. Und der ist auch so gut. So, so gut. Aber ich bin froh, dass ich habe den nämlich nochmal. Das darf ich gar nicht so laut sagen, aber deswegen habe ich ihn mir auf die Seite gestellt, um ihn bald zu benutzen, weil ich ihn nochmal habe. So wie den Burberry, den habe ich auch zweimal. Aber ja. Ja, ihr seht, meine Sammlung ist groß und es kommt noch ein Teil 2. Ich weiß nur noch nicht, wann der Teil 2 kommt. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Vielleicht mache ich dazwischen jetzt noch andere Videos und werde euch dann den Teil 2 abdrehen. Weil es gibt noch... in meinem Backup-Kasten habe ich jetzt einfach freigeräumt, wo ich nur Düfte drinnen habe, weil ich so viele eben habe und die überall schon in der Wohnung verstreut waren. Sogar da waren es verstreut. Ihr habt sie schon urlang im Hintergrund gesehen. Ihr müsst euch gewundert haben, dass sie endlich mal weg sind. Aber ich habe ja auch wieder welche bekommen, sage ich euch ganz ehrlich. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich gebe sie in einen einzelnen Ding, wo ich halt, ja, meine Backups sammeln kann. Mein Magen rebelliert, wenn das jetzt Sinn ergeben hat. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell geredet, aber ich glaube, es ging noch halbwegs. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob da ein Duft jetzt dabei war, der euer Liebling ist. Was ich aber nicht so glaube, weil das war sehr Yves Rocher-lastig, weil ich will ein paar aufbrauchen. Ich mag Yves Rocher, aber ich will halt ein paar leer machen, weil ich habe die wirklich schon sehr, sehr lange. Wirklich schon sehr, sehr lang. Ja, sonst... Ja, meine Lieblinge habe ich euch auch gesagt. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch sagen soll. Es kommt auf jeden Fall ein Teil 2. Auf jeden Fall. Wenn ich es schaffe, werde ich versuchen, mir so ein bisschen die Duftbeschreibungen rauszusuchen. Ich kann euch nichts versprechen, weil ihr seht ja, wie viel das ist. Und seid mir nicht böse, wenn es nicht der Fall ist. Aber es ist halt wirklich extrem viel. Und ja... Mir fällt nicht noch ein, was ich noch sagen könnte. Das heißt, ich beende dieses Video. Ihr könnt auf jeden Fall euch schon auf ein Teil 2 freuen, weil es kommt auf jeden Fall ein Teil 2. Deswegen wollte ich das so aufteilen, weil ich ja schon sehr, sehr lange überlegt habe, wie ich das machen soll mit dem Video. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Ich glaube, ich beende das Video lieber. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!